Als ich die Kunst der Fuge aufgenommen habe, diese Bach-CD mit all diesem ganzen Herzblut drin, so die Tage davor dachte ich, mei, am besten ich gehe gar nicht aus dem Haus, falls jetzt irgendwas ist. Mein Papa kommt aus Deutschland, aus Torgau und meine Mama aus Schweden. Und meine Mama hat bei meinem Papa studiert, Klavier studiert, bei meinem Papa als Klavierprofessor. Und ja, da haben die sich kennengelernt und verliebt. Und ich spreche auch Schwedisch, nicht hundertprozentig fließend, aber ich verstehe es gut, kann Filme gut sehen und schreibe auch Lieder auf Schwedisch. Und kann es auch lesen und so. Ich habe festgestellt, Gott ist der größte Künstler. Er ist auch sehr demütig. Er ist ein sehr bescheidener, großer Künstler. Der größte, den es gibt. Und dadurch ein Vorbild für mich. Wenn ich einen Sonnenuntergang betrachte, die Schöpfung, die Natur, dass es Musik überhaupt gibt, dass wir sprechen können. Sowas wie Gedanken, Erinnerungen. Ohne Erinnerungen und Vergangenheit und Zukunft könnten wir ja gar keine Melodie verstehen. Farben, Gerüche, Klänge, Klang an sich, Düfte, das verschmilzt dann so für mich. Und dahinter eben ein Herz, ein Charakter. Ich bin schon einfach ein Bühnenmensch. Mir macht das einfach sowas von Spaß. Aber in dem Moment, wenn ich den Flügel sehe, wenn ich da den Klavierhocker sehe, die Bühne, die Blumen, halt, es ist mehr als ein Beruf oder ein Geldverdienen.